Bochumer Innenstadt. Menschen verschiedenster Herkunft und Kulturen. In deutschen Großstädten mittlerweile ein gewohntes Bild. Jedoch wird die Integrationsdebatte momentan so hitzig geführt wie selten zuvor. Wir haben Passanten gefragt, was sie über das Thema Integration denken. Wenn man als ausländischer Mitbürger nach Deutschland kommt, sollte man auch versuchen, sowohl die Kultur als auch letztendlich die Sprache zu erlernen. Und es ist halt wichtig, wenn man hier später arbeiten will, dass man halt die deutsche Sprache vernünftig beherrscht. Aber ich finde es auch wichtig, dass man seine eigene Sprache beherrscht. Also ich finde auch, dass die deutsche Sprache sehr wichtig ist, weil man sich sonst einfach nicht zurechtfindet. Und ich glaube, dass man auch sehr schlecht Anschluss findet. Ich denke, dass es an der Familie selbst liegt, wenn die Eltern nicht mit den Kindern zu Hause Deutsch anfangen zu reden. Und wenn die das zu Hause nicht lernen, dann entwickelt sich das auch später nicht gut ins Positive. Ja, ich denke mal, das wird viel durch die Medien auch repräsentiert, dass dann immer nur die schlechten Sachen kommen, auch aus dem Ausland. Und dadurch wird dann einfach ein Bild geprägt, weil die Leute die guten Seiten nicht sehen. Hava Avci-Plüm, Sozialwissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum, hat sich in ihrer Masterarbeit mit der frühkindheitlichen Förderung von Migrantenkindern befasst und kam dabei zu einem interessanten Ergebnis. Ich habe halt schon lange festgestellt, dass in der ganzen Integrationsdebatte eigentlich der wichtigste Punkt, und zwar die Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund, zu sehr vernachlässigt wird. Die Diskussion, finde ich, lief oder läuft auch größtenteils an den tatsächlichen Problemen vorbei. Und mich hat vielmehr interessiert, wo läuft es gut? Und bin in einer anderen wissenschaftlichen Arbeit auf eine quantitative Analyse gestoßen, wo eine Kita untypisch positiv aufgefallen ist. Hier in der Kita Menschenskinder in Mülheim an der Ruhr stammt jedes Kind aus einer Migrantenfamilie. Trotz dieser Verhältnisse funktioniert vor allem die sprachliche Förderung hervorragend. Der Grund dafür ist das sogenannte Early Excellence Modell, über das uns Frau Küssner, die Leiterin der Einrichtung, mehr erzählen kann. Die Philosophie des Early Excellence Ansatzes ist, jedes Kind ist exzellent, also das Kind im Fokus zu haben, mit allen Ressourcen und Stärken, die das Kind hat, die es zu entdecken gilt. Dann Eltern sind die ersten Experten ihres Kindes. Das bedeutet eine veränderte Zusammenarbeit mit den Eltern. Und der dritte Baustein des Ansatzes ist die Öffnung in den Stadtteil. Der hat also auch schon seit 2 Jahren begonnen. Das Besondere ist, dass wir kleinere Bezugsgruppen gebildet haben. Wir haben also die traditionelle Kindergartengruppe halbiert. Early Excellence bedeutete, dass wir die Räume geöffnet haben und zu Bildungsräumen gestaltet haben. Da ist das Atelier, da ist das Labor, da ist die Kinderbibliothek, da ist der ABC-Raum, da ist der Bau- und Konstruktionsraum, um eine kleine Auswahl zu nennen. Und die Kinder können während des Tagesablaufes sich ihre Bildungsräume selber aussuchen. Also das Kind ist während des Tages bei uns eigenständig und selbsttätig unterwegs. Die Methode, die dahinter steckt, ist dem Kind so viel Eigenständigkeit und Selbsttätigkeit zu lassen, damit das Kind forschend seinen Interessen auch folgen kann. Neben den besonderen Freiheiten, die den Kindern gegeben werden, steht vor allem auch die Elternarbeit im Vordergrund. Sie ist für das Gelingen der Förderung ausschlaggebend. Es gibt halt Nachweise darüber, dass die Projekte nur Erfolg hatten längerfristig, wenn man die Familien mit einbezogen hat. In meinem Fall habe ich indirekte Einflüsse von der Kita auf das Kind über die Eltern festgestellt. Und da kann man natürlich sagen, naja, die Eltern haben nonstop Effekte oder Einwirkungen auf die Bildungslaufbahn ihres Kindes, weil sie schließlich entscheiden, auf welche Schule das Kind geht und ob das Kind am Nachmittag Förderung erhält oder nicht und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Tatsache muss man Eltern helfen, die eben nicht wissen, dass sie Sonderleistungen erfüllen müssen. In der Hinsicht kann man halt durch kompensatorische Erziehung, nennt man das, kann man den Familien sozusagen unter die Arme greifen und zeigen, wie man fördert. Das Kind wird während der Eingewöhnungszeit von den Kollegen, von der Bezugserzieherin begleitet und fotografisch auch begleitet. Das wird dann in einem sogenannten Eingewöhnungshefter dokumentiert und festgehalten und ist dann
Ausgangsgesprächspunkt mit den Eltern, um über die Eingewöhnung zu sprechen. Und zwar auch ressourcenorientiert. Was hat das Kind in den ersten 4 Wochen des Kindergartens alles bei uns schon erforscht, gelernt? Was hat es mit nach Hause gebracht, um auch schon das erste Mal mit den Eltern in einen Austausch zu gehen? Das Early Excellence Programm hat sich in dieser Kita ausgezeichnet bewährt. Das Vertrauen in die Eigenständigkeit und die individuellen Fähigkeiten des Kindes und die gleichzeitige Hereinnahme der Eltern konnten hier zu beeindruckenden Erfolgen führen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich ähnliche Programme deutschlandweit etablieren werden. Jegliche Euros, die wir nicht in die Bildung von Kindern investieren, werden wir später in vielfacher Weise als Sozialhilfe abzahlen. Der Schlüssel sind also die Kinder. Eine umfangreiche Förderung könnte die Integrationsprobleme früh vermeiden und eine gemeinsame Zukunft ermöglichen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.